Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr so effektiv wie möglich euer Endgame trainieren könnt. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt auch gerne meinen Creator-Code Theocraft im Item-Shop ein. Wahrscheinlich haben es die meisten schon mitbekommen, aber seit dem letzten Update gibt es die Möglichkeit, dass man 50 Player Creative Maps machen kann und deshalb hat sich daraus eine ganz neue Practice-Scene gebildet. Vorher hatte man ja meistens Endgame mit Scrims trainiert, also man ist in ein Custom-Match in Arena reingestartet und hat eben halt gegen andere gute Spieler gespielt. Dann gab es meistens eben halt Zone Rules, dass man ab einem gewissen Punkt nicht mehr fighten durfte. Jetzt gibt es immer die Creative Maps, wie gesagt, mit 50 Spielern und dadurch kann man im Prinzip genau die Runden, die man vorher in Scrims simuliert hatte, auch in Creative simulieren und dort ist das Ganze natürlich etwas leichter, da man eben halt kein Early Game am Anfang spielen muss und so deutlich effektiver trainieren kann, deutlich häufiger hintereinander die ganzen Endgames hat und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert, dass ihr daran teilnehmt. Können. Eigentlich ist das auch so ziemlich wirklich der effektivste Weg, um das Endgame zu trainieren. Neben den Tournaments natürlich in FNCS ist es dann am Ende immer noch das realistischste, aber auf jeden Fall solche Creative Maps, damit kann man eigentlich alles trainieren. Man kann sehr, sehr gut das Tarpen trainieren, auf Highground pushen, im Lowground spielen, Kills in solchen Stack-Lobbys holen. Das geht alles sehr gut da drin und weiterer Vorteil ist auch, dass ihr im Gegensatz zum Beispiel, wenn ihr im Creative ganz einfach normal nur euer Tarpen trainiert, dass ihr bei diesen Creative Maps auch extrem große Lags habe, also eben halt genauso wie es auch in Scrims wäre, in Stacked Endgames wäre. Dort hat man ja auch meistens deutlich weniger FPS, deutlich höheren Ping und im Prinzip ist es genauso im Creative. Um daran teilzunehmen, muss man genauso wie es eigentlich auch vorher schon mit den Scrims war, auf unterschiedlichen Discord-Servern Codes eingeben. Viele von den Servern, die vorher nämlich auch schon die Scrims gehostet haben, hosten jetzt auch die Zone Wars Keys und natürlich kann man auch neben den Zone Wars Keys auch immer noch normale Scrims trainieren, gerade wenn man noch mit seinem Spot nicht ganz gut klar kommt oder seinen Spot geswitcht hat, dann sollte man das auf jeden Fall auch trainieren. Aber es ist vor allen Dingen zum Warm-up für Scrims eine sehr, sehr gute Methode. Und wie gesagt, dort gibt es unterschiedliche Server. Teilweise streamen das auch Leute auf Twitch. Ich werde den nächsten Tag auch mal versuchen, das Ganze auf Twitch zu streamen. Also schaut da gerne vorbei oder schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Vielleicht werden wir dort auch die ein oder andere Runde hosten. Link zu beiden Sachen in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, wenn ihr hier auf einem Server drauf seid, dann werden euch meistens zwei Informationen gegeben. Und zwar bekommt ihr einmal eine Keycode und dann noch eine Mapcode. Den Keycode müsst ihr ganz einfach kopieren, wie zum Beispiel hier der CC10. Das wäre der Code hierfür. Müsst natürlich schauen, dass das immer noch ein aktueller Code ist. Der ist jetzt zum Beispiel nicht aktuell, der war um 2.02 Uhr. Können wir trotzdem mal symbolisch hier reinmachen. Und zwar, wenn wir wieder in Fortnite reingehen, können wir das Ganze hier in den Custom Options eingeben. Einfach mit Steuerung V einfügen, also vorher mit Steuerung C kopieren, jetzt Steuerung V einfügen. Dann auf Akzeptieren klicken. Ihr könnt natürlich auch per Hand einfach eingeben. Ist aber leichter mit STRG-V zu machen. Vor allem, wenn es ein etwas beliebterer Server ist, dann werdet ihr meistens nicht die Zeit haben und wollt eigentlich immer in der ersten Lobby sein, weil diese 50 Spieler Zone Wars Maps werden immer normalerweise keine zweiten, dritten Lobbys gebildet. Das heißt, seid auf jeden Fall so schnell wie möglich. Wenn ihr das Ganze eingegeben habt, müsst ihr dann nur noch hier unten auf Play klicken und dann öffnen sich hier drei Varianten, die ihr hier auswählen könnt. Und zwar einmal Island Code, Create und Play und ihr könnt natürlich noch andere Leute beitreten. Wir brauchen hierfür aber den Island Code und hier müssen wir direkt den Code eintragen, der dort angezeigt wurde. Das heißt, wir gehen wieder zurück in den Discord und dann sehen wir ja hier unten den Map-Code. Den kopieren wir dann auch einmal hier rein und können den dann in Fortnite einmal hier bei Insel-Code einfügen. Und dann bekommen wir hier eine Map. Es gibt unterschiedliche Maps, die meisten sind zurzeit, oder ich glaube die einzigen, die wirklich benutzt werden, sind von den Nikbot. Dort gibt es zum Beispiel einmal die Duo- und Trio-Zone Wars Map. Oder die man am häufigsten sehen wird, ist hier die 50-Player-Endgame-Zone Wars Map für Solos, ebenfalls von Enigma. Den Code könnt ihr euch hier eigentlich auch schon direkt kopieren. 92817207109. Die braucht ihr eigentlich wirklich für so ziemlich jedes Game. Also eigentlich jeder, der das hostet, benutzt eigentlich immer genau diese Map. Da müsst ihr hier noch ganz einfach auf Launch klicken. Dann wird das Ganze ausgewählt und dann könnt ihr eben mal das Game starten. Normalerweise werdet ihr hier unten natürlich nicht den Start Match Button haben, sondern das hat dann natürlich derjenige, der das Ganze hostet. Irgendwann wird er das dann starten, wenn es normalerweise immer bei 50 Spielern dann ist und dann müsst ihr ganz einfach noch reinjoinen. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal und auf meinem Discord-Channel vorbei, wenn ihr auch dort mal ein paar Zone Wars Runden mit mir zusammenzocken wollt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin. Ciao.